kurze Pause ist durch. Es geht die Endspurt von dieser Saison. Die letzten 10 Spiele. Marc Schneider, wie ist das Team zu Weg? Schwierig, schwierig. Der eine oder andere ist immer noch verletzt. Der eine oder andere ist verletzt dazugekommen. Wir haben sicherlich nicht das ganze Kader beisammen, aber die dabei sind, die sind parat, die sind fit und die sind sicherlich auch bereit für die anstehenden 8 Wochen. Eben einer, der sich verletzt, der Moreno Costanzo, Kreuzbandriss, wird sicher 6 bis 8 Monate ausfallen. Wir haben reagiert, haben jetzt den Robin Hauser vom FC Basel geholt. Was ist das für ein Spieler, der Robin? Zentraler Mittelfeldspieler, wo fußballisch sicher sehr viel Qualität hat, der aber auch vom Typ her, von Art und Weise, wie er Fußball spielt, zu uns passt. Es ist einer, der geht, der unermüdlich ist, der sich für nichts schade ist. Und das sind die Typen, die wir im Moment brauchen. Und wichtig natürlich, dass er am Samstag schon einsatzfähig ist gegen GC. Wie schwierig ist es jetzt aber, so einen Spieler innerhalb von 2 Tagen in ein Team zu integrieren? Ja, das wird sich jetzt erweisen. Ich denke, vom Typ her sollte das nicht so ein Problem sein. Und grundsätzlich war das hier eigentlich nie so ein Problem gewesen, Spieler zu integrieren. Aber natürlich ist die Zeit sehr kurz. Bin aber froh, dass er am Samstag schlussendlich schon spielberechtigt ist. Mit dem 0-0 gegen Lausanne haben wir also, eine kleine Entspannung können herführen da beim FC Thun. Wie wichtig ist es jetzt auch psychologisch gewesen, dass man nicht auf dem letzten Platz in die Nazi-Pause rein ist? Natürlich ist das auch wichtig und wir haben die Negativserie fängt gestoppt. Das war das Wichtige, dass wir zumindest einen Punkt aus dem Spiel rausgenommen haben. Aber das Entscheidende wird schlussendlich jetzt in den nächsten paar Wochen fallen. Und das fängt an mit dem Spiel in Zürich gegen GC. Dort wollen wir alles versuchen, die 3 Punkte zu holen. Und das ist das einzige Ziel, das schlussendlich wir haben. Wie schätzt ihr GC ein? Stark, obwohl sie auch gewisse Bs hatten in letzter Zeit, aber schlussendlich eine Mannschaft mit viel Qualität. Wenn sie die auf den Platz bringen, dann sind sie sicher gut, wie jede Mannschaft auch in der Superliga. Es gibt keine Mannschaft, die gross hinten abfällt. Und das ist sicherlich das, was in den letzten Jahren ein bisschen anders war. Und das ist dieses Jahr ein bisschen anders. Und alle Mannschaften machen es auf ihre Art gut. Und darum ist es so eng, wie es im Moment ist.